jetzt in Richtung Sternwarte, in Richtung Bus. Da wollen wir direkt mal hin. Ja, jetzt hier entlang. Route. Und was mit dir? Hallo, mein Kind. Du bist doch ein Trainer auf dieser Mannschaft, nicht wahr? Ich hätte da eine kleine Bitte. Ich helfe gerne. Dann erkläre ich dir mal, worum es geht. Auf Route 10 hier ist ziemlich weit. Route 10 ist hier ziemlich weitläufig. Genau der richtige Ort, um meinen Pokémon mal ein wenig Auslauf zu verschaffen. Mein Verlusi kriegen in letzter Zeit nämlich viel zu wenig Bewegung. Also lasse ich sie schon mal aus ihren Pokébällen raus, damit sie sich hier austoben können. Doch sie hätten längst zurück sein sollen. Und langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen. Ich würde sie ja auch schon suchen gehen, aber in meinem Alter ist das alles nicht mehr so leicht. Wenn du hier in der Gegend auf eines meiner Verlusi stößt, würdest du ihm dann sagen, es soll zu mir zurückkommen. Meine Kleinen sind manchmal recht frech, aber sie sind auch sehr schlau und haben ein gutes Näschen. Die finden dann also schon ihren Weg zu mir. Und wirst du mir helfen, hier auf Route 10 nach meinem Fall Verlusi zu suchen? Aber gerne doch. Mein 8 Verlusi. 8 Verlusi, ach du Schande. Sie müssen ja hier irgendwo stecken. Ich kann es Ihnen sagen, aber ja, ob es dann zu dir zurückkommen, das kann ich dir nicht versprechen. Kann ich dir wirklich nicht versprechen. Aus dem Baum und greift mich an. In Ibitak. Das ist ja alles solche Pokémon von alten Generationen, von Kanto-Regionen. Ja, und da kommt mein Gardos ins Bild, mein ehemaliger Karador. Leel. Mal ein Off-Topic-Thema ansprechen, oder? Ja, kann man mal machen, hier auf einer Route. Mit dem kämpfen? Kann man mit dem kämpfen? Ich ging gerade nichts Böses an spazieren, als mir ein Pokémon vom Baum auf den Kopf fiel. Ob das so Glück bringt? Weiß ich nicht, ja, kann sein. Glaubst du, dann bringt ein Mittag vielleicht Glück. Unter Umständen. Ein Dave vielleicht auch. Vor allem ein Kampf. Ja, dann könnte das unter Umständen leichte Vorteile bringen, wenn es dann stärker wird. Flucht gescheitert. Was zum Volltreffer, wurde besiegt. Nice. Respekt. Flucht gescheitert. Was zum... Hallo? Lässt du mich mal fliehen hier, nachdem du meinen Pokémon besiegt hast? So, Steve. Entfliehe diesem Kampf. Du musst entkommen. Muchacho. Hola, Muchacho. So, ein Trainer. Wo es rennt, bin ich zur Stelle. Joha. Kommt. Feuerwehrmann Mike fordert dich heraus. Ja, ein Real-Life-Thema, ein Real-Talk-Thema, ein Off-Topic-Thema, was ich anbieten würde, was ja, man kann nicht wirklich sagen, was mich gerade brennt, aber das hier gerade, ja, passt ja gerade zum Thema, was mir, ein Thema, was gerade brennend aktuell ist. Ja, ich würde mal sagen, es ist sehr aktuell. Ja, aber zum Punkt, Zwergi. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben, mein Nerri wurde jetzt besiegt. Für die Leute, die es nicht gehört haben, vielleicht unter 1000 Abonnenten und unter 40.000 waren es. 40.000 ist ja nicht so wichtig. Unter 40.000 Aufrufe, Zeiten oder wie auch immer das war, kriegen jetzt von YouTube ab dem 20. Februar ihre Videos, kann man sagen, demonetarisiert, also ihnen wird die YouTube-Partnerschaft weggenommen.
Ja gut, so ist es dann halt, das ist, da kann ich so sagen, ja, dann halt nicht. Das ist, also meine Einstellung dazu ist, na, finde ich schon ordentlich scheiße, aber was soll man machen? Kein kampfiges Pokémon mehr. Ja, dann halt nicht. Was soll man machen? Relativ wenig, also hat sich quasi nicht, also nicht nur quasi, es ändert sich nicht, also bis auf, dass ich halt kein Geld mehr mit meinen Videos verdienen kann, aber sind wir mal ganz ehrlich, habe ich das bisher schon gemacht? Nö, nicht wirklich. Naja gut, mit Viva La Waldorf habe ich da schon so 2 Euro verdient, also habe ich schon klein bisschen was gemacht mit den 1000 Aufrufen auf Viva La Waldorf. Ja, schon ein paar Cent für bekommen und auch mit anderen Videos habe ich schon mal ein paar kleine Mini-Cents bekommen. Aber die wurden ja auch nicht ausgezahlt. YouTube zahlt erst ab 70 Euro aus, habe ich gehört. Und ja, was soll ich sagen? Es ist daher, ja, ich sag's mal ganz deutsch, ganz in ordentlichem Deutsch, scheiß drauf. Es ist einfach, ja, es ändert, außer dass halt, ich habe vorhin mal nachgeguckt, ich habe auch einen Zweitkanal, der nicht YouTube-Partner ist. Es ist halt, es ändert sich nichts. Es ist, also es bleibt alles bestehen, bloß kannst halt deine Videos nicht mehr monetarisieren und bekommst halt kein Geld mehr dafür, ja. Dann halt nicht, vielleicht, ja, vielleicht wollen sie es mir eines Tages wiedergeben, wenn ich dann noch irgendwann mal 1000 habe oder ich dann doch irgendwie an die Stelle komme, wo sie mir dann Geld geben wollen. Ja, komm, also die Aufregung ist es nicht wert, da kann man es auch, ja, kann man sich fast ersparen, eine Diskussion darüber, ist nun wirklich nicht wert. Ich finde es, also die Begründung von YouTube, also sie wollten irgendwie was machen, um halt die Werbefreundlichkeit wieder zu bringen. Also es gab einige Werbetreibenden, also ein paar Firmen, die sich beschwert haben, dass sie YouTubern, also auf YouTube-Videos auf der Plattform YouTube keine Werbung mehr schalten wollen, weil das da so ein bisschen, na, assi, YouTube ist und so, YouTube Deutschland ist ja nur Assi Deutschland, Assi, ja, Assi Deutschland, ja. Willkommen im Osten. Und ja, und was soll ich dazu sagen? Das ist, ja, mir bleiben die Worte weg. Es ist einfach, ja, ist das die richtige Sache, dass man halt die kleineren YouTuber bestraft, weil die großen YouTuber Scheiße bauen? Ich glaube, das ist eine sehr rhetorische Frage, das ist, jeder hat und da ein bisschen nachdenken kann. Also nicht die großen YouTuber, also nicht die, nichts für ungut Gronkh, nichts für ungut Paluten, nichts für ungut Revinzeit, okay, ja, über Revinzeit kann man diskutieren. Nee, Spaß, Leute, komm. Ihr versteht doch, wenn ich Spaß mache, oder? Hoffentlich, oder? Es wäre schlimm, wenn ihr es nicht verstehen würdet. Es wäre traurig. Trägerin des Inselmannschaftsabzeichens, dein Team sieht mir ein wenig erschöpft aus. Für mein Team, Trägerin des Inselmannschaftsabzeichens, dein Team sieht mir topfit aus. Okay. Von mir aus. Und wo sollen jetzt hier diese Pokémon sein? Oh, da reißt mich wieder das von oben an. Ein Gibitak-Wild erscheint. Es ist ein Gibitak. Hervorragend. Also, was soll ich sagen dazu? Es ist, ich finde es kacke. Es ist halt im Ansatz scheiße. Es ist halt schon irgendwie kacke, uns kleinere YouTuber damit abzustrafen. Ist halt falsch. Ist halt irgendwie angesetzt. Merkst du schon, YouTube, oder? Dass halt irgendwie da irgendwie was falsch ist, dass du halt da die Falschen abstrafst, aber
Ja, ich kann mich nicht beschweren, also es ist, ja. Dann halt nicht. Ist halt wirklich so. Dann halt eben nicht. Interessierst du dich für meine Pokémon, oder? Interessierst du dich für mich? Weder noch. Weder noch. Also ja, was soll ich sagen? Ich gebe einen Fick drauf. Wie ich es immer tue. Ich würde weitermachen, wie ich es bisher mal gemacht habe. War bisher mal kein Problem. Das ist also... Hat vielleicht sogar was Positives. Vielleicht gibt es sogar einen positiven Affekt. Ja, im Affekt töte ich auch gleich diese Kamera hier. Wenn ich noch mich selbst, wenn ich hier noch weiter scheiße schwafle. Eieiei. Ja. Hat den Effekt, dass man sich eventuell nicht mehr um solche Sachen, nicht nur eventuell, sondern dass man sich halt nicht mehr um solche Sachen kümmern muss, wie Demonetarisierung oder halt irgendwelche andere Scheiße auf YouTube, dass halt, ja, wenn halt wieder eine Demonetarisierungswelle kommt und alle Videos demonetarisiert werden und kein Geld mehr darauf verdient werden kann, kann mir das in Zukunft völlig scheißegal sein. Entschuldigt diese derben Worte jetzt hier. Aber ist halt dann wirklich so, es kann halt wirklich dann am Arsch vorbeisehen. Ist halt wirklich, da ich ja eh nicht mehr im YouTube-Partnerprogramm bin, doch von mir aus sollen sie doch. Juckt mich ja dann nicht mehr, also ein Problem weniger, also. Und wenn es im. Ich habe nicht gerade ernsthaft Platsch eingesetzt. Ich muss diese Attacke so schnell wie möglich verlernen. Ich muss dem die sofort abgewöhnen hier. Muss sie sofort entlernen. Eine andere Attacke, eine TM oder sowas. Muss an dessen Stelle kommen. Aber es kann schon angreifen. Ja, es kann schon angreifen, das. Ja, das, ne? Kann man schon im Kampf einsetzen. Also, ja. Für euch bleibt Zwergi nach wie vor erhalten. Ja. Das Geld geht flöten, aber sonst ändert sich nichts. Ja, welches Geld? Ja, Ich bin dann ganz entspannt und, ja. Machen so, wie sie wollen. Das war nur so ein kleines Wort, was da halt in diesem, wie heißt das, diesem Modul, was man halt irgendwie als YouTuber hat, halt dort irgendwie stand halt irgendwie neben meinem Namen, nicht öffentlich sichtbar, aber für mich sichtbar, dass ich halt YouTube-Partner bin, ich konnte Geld verdienen, ich konnte Geld verdienen, ja, der Witz ist an sich schon lustig. Ja. Versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Aufregen werde ich mich da deswegen bestimmt nicht, aber ja. Toll finden werde ich es auch nicht, also meinetwegen. Ist mir egal. Ja, genau, das trifft so ziemlich. Du nervst! Ich weiß. Wem sagst du das? Ich doch immer. Jo, wollen wir dann mal irgendwann beim Bus ankommen? Ach, das sind die Verlusi hier, diese kleinen Dinger hier. Schnupper! Verlu! Gelaufen. Schön. Da war doch noch hier irgendwo eins auf dem Weg. Schnupper! Verlu! Dann ist nur noch 8 minus 2. 6. Da waren es nur noch 6. Wo finden wir die restlichen 6? Ach, hier ist doch eins. Hier sehe ich doch was. Schnupper. Der Glu. Da waren es nur noch 4. Finden wir die auch noch hier? Hier ist Nummer 3. Und 2 und 1. Oh nein, nicht schon wieder. So ganz nah an diesem
An ihr wird es ja wohl nicht sein, also da hätte sie sich ja auch selbst holen können. So dicht wird es ja nicht dran sein. So. Dann war Team Skull. Oh, die anderen finde ich nicht. Wieder ein Ding vom Baum hier. Ein Tanzer! Das hatte ich sogar mal als Pokémon-Karte. Da habe ich mich sehr gewundert, dass das Ding als Pokémon-Karte drin hatte. Und wusste ich noch gar nichts von diesem Pokémon. Tanzer. Ein Tanzapfen als Pokémon. Das war mir erst durch diese Pokémon-Karte bekannt. Ich habe drauf geguckt, was denn das für ein Vieh? Tanzer. Und in der vierten Generation ein Pokémon. Diamant, Perl und Platin. So, was geht? Ich nehme nun eben mal die Haltestelle mit. Hey, das ist unser Busstopp. Busstopp. Haltestelle konnten sie wohl nicht übersetzen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Kampf gegen Team Skull. Yay, juhu. Kämpfe ich doch immer wieder gern. Ja, hier. Das kriege ich doch sowieso hin. Mit Mary. Ja, könnte sogar sein, Mary. Komm, zeig, was du kannst, Mary. Da kriegst du es ja sogar hin. Felsgrab. Ein Biss, ja, okay. Oh, ja, okay, das bringt schon was. Das bringt aber was. Auf jeden. Mal sehen, wie es ausgeht. Einmal Felsgrab nochmal einsetzen. Und das war's. Selbst mein Mary kriegt das hin. Mein kleines Mary gegen Team Skull gewonnen. Ich würde ja sagen, ich bin stolz auf dich, aber... Doch, ich bin stolz auf dich, aber ich weiß, dass das keine Kunst ist. Was geht? Ich verliere doch sowas nie! Zwangfee gewinnt 928 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Team Skull-Rüpel hervor. Die Musik ist auch cool. Nein, cool ist die nicht, aber... Schön. Verloren. Aber wie es bei uns üblich ist, lass ich dich gleich mal hier ein Bau antreten. Ist mir doch ein Schuppe, wie stark du bist im Kampf. Bring meine Moves den Quest. Von mir aus. Der zweite. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Ja, mit deinen Pokémon. Mit deinem Pokémon. Kann ich hingucken. Und wusste ich sofort, dass der nur ein Pokémon hat. Und selbstverständlich ein Golbat. Was denn auch sonst? Das ist ja bei Schurkenteams immer. Ja. Brauche ich nichts zu sagen. Ja. Oder? Ist ja klar. Das ist bei Schurkenteams immer selbstverständlich. Ein wichtiges Pokémon in den Teams der Schurken. Okay, Mary ist hier nicht mehr ganz so effektiv, aber komm, gib dein Bestes. Du hast mich schon stolz gemacht im letzten Kampf. Ja, ich bin stolz auf dich, Mary. Hast du mal was geleistet? Steve, komm raus. Ja, auf dich bin ich sowieso stolz. Du bist hier sowieso ein guter Vertreter hier im Kampf. Wie wäre es denn mit Schnabelkanone? Zwar nicht sehr effektiv, also doch ist sehr effektiv, aber bringt jetzt relativ wenig, weil das Ding ist eh schon fast besiegt, aber ja, weil es so lustig ist, weil es Spaß macht. Oh, Rinne. Gönnt dir. Zum Abendbrot gönn dir ein Golbat. Golbat-Gegner wurde besiegt. Zack. Steve erhält ein paar Erfahrungspunkte. Dank des EP-Teilers erhält auch der Rest des Teams ein paar Erfahrungspunkte. Krass, aber die Bushaltestelle wiegt so viel wie ein Giovatz. Zwangfee gewinnt 928 Pokémon-Dollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den zweiten Team Skyrübe hervor. Keine Haltestelle, kein Bus, klar. Wir wollen den Busfahrern nur einen Gefallen tun. Mann, ey, jetzt ist mein Lohn im Eimer. Kommt zurück zu unseren Leuten. Ja, verpisst euch einfach. Dankeschön. Zwergenfee! Eben sind zwei Typen von dem Skull an mir vorbeigerauscht. Sie sahen ziemlich fertig aus. Hast du sie so in die Schranken gewesen? Mit deinen Talent solltest du dich als Herausforderer der Pokémon-Liga versuchen. Herausforderer?
Alles zu seiner Zeit. Am schnellsten kommst du mit dem Bus zum Gipfel des Hukulani-Bergs. Schneller als ein Himmelheb dich in die Lüfte katapultieren würde. Er den Bus. Oder auch nicht. Kann ich auch zu Fuß laufen oder was? Nö, der Weg ist versperrt. Hukulani-Berg für Auf- und Absteiger hatte der... Was für Auf- und Absteiger, bitte den Bus benutzen. Mache ich doch. Alles klar. Eine Bushaltestelle. Möchtest du den Bus mit dem Bus zur Hukulani-Sternwarte fahren? Aber natürlich. Auf geht's. Der Kukuwai-Bus steht immer zu deinen Diensten. Du willst schnell und sicher von A nach B. Dann bitte zügig einsteigen. Der Kukuwai-Bus. Und da sind wir schon oben auf dem Hukulani-Berg. Hier drüben! Er ist schon mal vorgerannt, er ist nicht mit dem Bus gefahren, er ist einfach zu Fuß den Weg hochgerannt, er war schneller als der Bus, er ist einfach mal mit 5-Meilen-Stiefeln oder was einfach hochgestiefelt. Ja, was soll es? Der Hukulani-Berg ist der zweithöchste Berg in der Alola-Region. Jetzt willst du bestimmt wissen, welcher Berg der höchste ist. Was? Da sehen wir ihn. Dann schau mal darüber, Zwergenfee. Kannst du diesen majestätischen Berg da hinten sehen? Das ist der Mount Lanakila, der höchste Berg Alolas. Es ist ein heiliger Ort. Dort ist man dem legendären Pokémon, das als Verkörperung des Mondes gilt, am nächsten. Ganz genau dort, auf dem Gipfel des Mount Lanakila. Dort soll die neue Pokémon-Liga entstehen. Wenn Trainer früher ihre Inselmannschaft beendet hatten, traten sie auf dem Gipfel des Mount Lanakila gegen die Inselkönige an, um zum Inselmannschaftschamp zu werden. Ich möchte sowohl diese Tradition Alolas bewahren, als auch einen Champ hervorbringen, der von der ganzen Welt anerkannt wird. Deswegen soll dort oben eine Top-Pokémon-Liga entstehen, die vom würdigen Top 4 verteidigt wird. So kann unsere Inselmannschafts-Champ zu einem weltweit anerkannten Champ werden. Und durch den Champ wird die ganze Welt erfahren, wie toll die Trainer und Pokémon Alolas sind. Ja, freut mich zu hören, dass eine Pokémon Arena, Quatsch, eine Top 4 auch auf Alola existiert. Wissen wir ja nicht schon aus Pokémon Sonne. Guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir dein Pokémon wieder fit machen? Jo, mach mal. Zack, zack, zack. Da sind sie nochmal alle eingeblendet. Bing, 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 bing. Und ich glaube, ich nehme mal Magnetino mit ins Team. Es mag für einige absoluter Wahnsinn sein, aber ich will das einfach mal trainieren. Ich habe jetzt mal Lea auf die Box gelegt und ja, werde jetzt einfach mal mit Magnetino ein bisschen trainieren und vielleicht irgendwann mal zu einem Magnetzone entwickeln und dann kann das eventuell im Top-4-Kampf vielleicht irgendwie von Nutzen sein. Denke ich, könnte nicht schaden. Ja, und hier ist ein Herrschaftssticker. Gut, dass ich hier lang gelaufen bin. 36 Herrschaftssticker. Toll, toll. Da ist ein Item. Holen wir es uns. Ein Levelball. Okay. Neue Pokébälle oder was? Ich kenne ich ja noch gar nicht. Diese Bälle. Und da geht's auf in die nächste Arena sozusagen. In die nächste Inselherausforderung von Alola. Ja, kann man machen. Ich würde sagen, das machen wir ganz geschillt im nächsten Part. Der Gipfel des Hukulani-Bergs ist der dem Weltall zweitnächste Ort in ganz Alola. Selbst im Weltall gibt es Pokémon. Ja, dann beende ich diesen Part einfach an dieser Stelle. Irgendwie werde ich es zusammenschneiden. Ich habe jetzt schon ein paar
Parts aufgenommen, glaube ich. Also ein, zwei Parts habe ich aufgenommen. Vielleicht, ja, schneide ich es auch irgendwie zu zweien zusammen. Also passt schon irgendwie. Mal sehen, was draus mache. Haut schon irgendwie zusammen. Also knapp 60 Minuten habe ich jetzt aufgenommen. Haut hin. Also kriegen wir schon irgendwie drauf. Dann würde ich sagen, Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben und solltet ihr den nächsten Part nicht verpassen wollen. Ja, Däumchen nach oben kann da sehr viel helfen. Unterstützt mich, wenn es euch gefallen hat, mit einem Däumchen himmelwärts. Und ja, abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr in der Zwergenfrist verpassen wollt. Das war ordentlich genuschelt. Aber ja, nuschelisch, meine Sprache. Meine Heimatsprache, meine Muttersprache. Ja, habt noch einen angenehmen, flüssigen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Part hier in Bookman Ultramond. Ja, mir fällt es schwer, mich zu verabschieden. Ihr merkt es schon. Aber ich sag jetzt tschüss. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Adios, man sieht sich.